you watch me bleeding till I can't breathe. Shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Yo, was geht ab? Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Jonessa Vlog. Oh, meine Stimme. So, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich gehe nämlich jetzt babysitten bei Baby Valentina. Für alle, die es immer noch nicht wissen und in die Kommentare schreiben. Valentina ist meine kleine Schwester. So, und jetzt mache ich mich fertig. Das ist übrigens Valentina. So, genau. Ah, boah, ja, ich hasse es. Ich will, dass das jetzt endlich weggeht, dass ich wieder ganz gesund bin. Bis gleich, Freunde. Hello, ich bin jetzt bei Valentina. Guckt mal die kleine süße Maus. Hallo, Mausi. Hallo. Hallo, Mausi. Hallo. Ist ja deine kleine Rassel hier. Ja. Du kleine Maus. Du kleine Maus. Ja. Ja. Du kleine Mausi. So, und guckt mal, was ganz Cooles. Eine Einladung zur Taufe. Guckt mal, wie schön die Karte ist. Mega, oder? Mega schön. Freue ich mich schon. So. Und jetzt quatschen Valentina und ich ein bisschen. Schwestern-Tratsch. Ja, hallo. Ja, hallo. 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 Ja. Ja. Du kleine Mausi. Mausi. Hallo. Hallo. Ja. Ja. Nee. 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 Hm? Mausi. Oh. Nee. 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 So, ab geht's wieder nach Hause. Stimme. Ach, das ist immer so schön. Bei Valentina, die ist so süß, die Kleine. Auch wenn sie weint, ist sie trotzdem süß. Ich meine, wofür ist eine große Schwester da? Die muss man doch immer anschreien und anheulen, ne? Von daher, die ist so süß. So, und jetzt mache ich mich auf den Weg nach Hause. Da muss ich den Kuchen fertig machen. Bin gespannt, ob das was wird. Ich hoffe es. Aber auf jeden Fall die Schicht, die gestern nicht richtig fest geworden ist, ist jetzt fest geworden. Von daher bin ich relativ zuversichtlich. Wird schon werden. Back home. Jetzt wird erstmal der Kuchen vervollständigt hier. Schön, Mann, das ist ja schön. Machst du das? Und hoffen, dass das was wird. Könnte das jetzt mal aufhören, so zu blubbern. Hoffen wir mal, dass das was wird.
So, die Torte ist fertig. Ich bin nicht ganz so zufrieden, weil es ein Problem gab. Ich zeig's dir aus. Also, ich zeig's dir euch erstmal. Also, so sieht sie aus. Fette Kalorienbombe. Nein, Gott, das ist voll low carb. Nee, Spaß. Auf jeden Fall, alles schön und gut, hat auch alles geklappt. Nur die weiße Schokolade hier am Rand, das hat nicht so geklappt, wie ich das wollte, weil da ist halt so Creme und das hat dann da halt nicht gehalten. Deswegen habe ich noch ein bisschen Streusel dran gemacht. Aber bis auf den Rand finde ich es ganz geil. Du auch? Hello! Wundert euch nicht, warum ich eine Brille trage. Ich habe seit gestern mega Kopfschmerzen. Deswegen dachte ich mal, ich setze mal die Brille auf, weil das vielleicht meinem Kopf besser tut. Das geht auch jetzt gerade. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit ein Video für morgen geschnitten und zwar ein Face-Swap-Video mit Laura. Ihr habt es ja schon hoffentlich gesehen, wenn ihr den Vlog hier seht. Hier seht ihr es, das speichert jetzt 41 Minuten noch. Und ich dachte so, ja, das Video ist vielleicht 5 Minuten lang oder so. Weil das kam mir nicht so lang vor, es ist einfach 18 Minuten. Sorry dafür. Wenn ihr es feiert, dass es so lang ist, dann ist ja alles okay. Schreibt mir unbedingt mal, wie ihr das findet, weil ich finde es eigentlich ganz lustig, aber ich kann das immer nicht so einschätzen, wie das so ankommt bei euch. Ja, das habe ich auf jeden Fall jetzt gemacht. Jetzt warte ich, bis das exportiert ist, damit ich es gleich hochladen kann. Ja. Jetzt chill ich. Ich glaube, ich mache mir jetzt mal ein bisschen YouTube an. Wenn ich wüsste, wo meine Fernbedienung ist. Aha, hier. Oh, ist krass. Jetzt, wo ich die Brille auf habe, geht's echt mit den Kopfschmerzen. Ich habe gerade 2 so Pullen Wasser hier getrunken. So nach dem Motto, vielleicht habe ich Kopfschmerzen, weil ich zu wenig trinke, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein bisschen besser. Ja, und jetzt chill ich ein bisschen und jetzt checke ich gleich mal ab, ob Laura vielleicht gleich noch kommt. Mal sehen. Wo ist denn die Fernbedienung? Ah, hier. Ach so, hier. So, YouTube. Ich glaube, ich muss mal was aufklären. Ich habe gerade, also mein Vlog ist online schon seit einer Weile. Und ich habe gerade einen Kommentar bekommen. Hat Laura schon ihr Kind? Ich dachte so, hä? Dann so eine Stunde später, Laura ist schwanger. Dann so, Laura ist schwanger. Und ich dachte so, what the fuck? Hey, wie kommen die da drauf? Bis mir eingefallen ist, dass Laura ja diese Kette mit der Uhr umhatte. Was übrigens ihre Geburtsuhrzeit ist, also von ihrer eigenen Geburt. Und ich habe dann ja gesagt, oh ja, das ist der Moment, wo du schwanger wurdest. Aus Scherz. Also, Laura ist nicht schwanger. Sorry. Boah, und Scheiße, ich war so verwirrt, gerade bis ich das gecheckt habe, ne? Warum ihr das dachtet oder manche von euch. Sind auch 3 Stunden vergangen. I'm sorry, ich wollte euch nicht verwirren. Laura ist nicht schwanger. Hallo. Ich möchte einmal bitte klarstellen, Vanessa hat das schon klargestellt, ich bin nicht schwanger. Es sei denn, sowas passiert durch Bestäubung oder so. Das ist meine Geburtszeit hier. 6:10. Auf der anderen Seite steht auch noch mein Name und ich glaube, wie schwer ich war. Die Kette gehört eigentlich meiner Mama, aber ich trage sie. Boah, ich war so verwirrt, als ich das gelesen habe. Vanessa schrieb mir so, verheimlichst du mir was? Und ich so... Meine 3 Kinder sind jetzt schon ein bisschen älter. Das checkt jetzt auch keiner. Meine 3 Katzen. Die sind schon etwas älter, die habe ich schon seit 6, 7, 8, 10 Jahren. 18. Also nein, ich bin nicht schwanger. Noch nicht. Ich muss eine kleine Ansage machen und zwar feiere ich diesen Chat, wo Nancy unter anderem drin ist. Und die Leute, die mich jetzt feiern, sind Vanizzles. Das klingt so behindert, dass das schon wieder geil klingt. Gar nicht, dass das so behindert klingt. Das sind True Vanizzles.
Herz an euch. So eine Eissorte. So wie Vanille. Vanille. So ein Topping hier. Ja, so Streusel. Ja. Ich hätte gerne noch Vanilles auf mein Eis. Und Sahne. Ich nehme eine Kugel Schoko, eine Kugel Stracciatella mit Vanilles und Sahne. Tschüss. So, wir gucken jetzt auf den Plek. Zur Abwechslung mal im Fernsehen auf ZDF Neo. Was sagen wir dazu? Wenn ich das letzte Mal Fernsehen geguckt habe, Alter. Alter. Ich kennst du das, wenn früher so, wenn irgendwas in der Werbung war, du wusstest das immer, weil du die Werbung kennst. Ich kenne nicht eine Werbung mehr jetzt, weil ich kein Fernsehen gucke. Ich schon. Und davor haben wir die letzte Folge von Sense8 geguckt und es war eigentlich relativ spannend. Die letzte Folge war echt gut. Ja. So, davor haben wir gar nicht, glaube ich, so berichtet. Davor fanden wir die Serie nicht so hammer, aber die letzte Folge war echt mega gut. Ja. Und The Walking Dead sind wir auf dem neuesten Stand. Genau. Und jetzt gucken wir zwei Folgen Orphan Black. Orphan Black. Sestra. So, liebe Leute, wir haben jetzt gerade noch Orphan Black geguckt und es war eine sehr krasse Folge, die letzte. Laura ist mega sad. Sie ist richtig fertig. Und jetzt schneide ich noch den Vlog hier und dann gehe ich ins Bett. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht. Gute Nacht. Schönen Abend. Was auch immer. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.